13 Geheimtransport sowie eigentlich jeden Tag ist die fleißige Lieferantin zwar Nibon bestens gelaunt und gut bestückt. Recht elektronisches Blieb-Blob erklingt in ihrem Firmenrocktal, als sie zur Landung hier im Osten Lyporos ansetzt. Schöner Tag heute, nur zwei Kunden. Ganz ehrlich. Erst Regina Lachles Wille, und dann ihr persönlicher Liebling Mialinesu? Ja, sie ist sehr stolz, als erste Ruber der Firma sowas Wichtiges wie den Chef der Lematiker des Raumtunnels zu beliefern. Ein Prestigejob, selbst für eine so große Organisation wie T.I.'s Host. Er hat sich tatsächlich persönlich für sie eingesetzt, wegen exzellenter Lieferqualität. Bei dieser Referenz kapitulierte sogar der Personalchef. Ihr Weg in diese außergewöhnlich tolle Position, gerade für eine Ruber des Trümmer, war lang und steinig. Zuerst nur als Copilotin im Einsatz hat sie es doch recht schnell geschafft, den Fetten von sich zu überzeugen, ein Wort, das zwar übrigens niemals über die Lippen kommen würde. Für sie ist eher ein Heiligtum. Kein anderer Mitarbeiter schafft es, die Speisen so lustvoll zu präsentieren. Er dankt es ihr dafür vielfach mit seinem gesegneten Appetit. Heute läuft ihm regelrecht das Wasser im Munde zusammen, denkt er nur an sie. Zwalnibuns Besuch ist neben dem alten Theatertalent das Hicklick seiner Woche. Trollab liebt Bleba. Zwalnibun kommt mit ihrem kleinen Korb angetanzt und klingelt nun bei ihrer ersten Kundin. Ja, bitte? Fragt Regina Lachles Wille am anderen Ende der Leitung. Guten Hallo, bin ich Zwalnibun vom T.I.'s Host? Lieferung Punkt genau Landung, jawohl? Okay, komm rauf. Zwalni, Regina drückt den Knopf. Ohne böse Vorahnung begibt sich die Lieferantin daraufhin nach oben. Doch diesmal soll alles anders kommen. Regina erwartet sie bereits, die Tür ist offen, doch wer sind all die anderen? Höflich grüßt die fleißige Ruba. Guten Hallo, bin ich Zwalni. Ihr Blick fällt auf den neugierigen Sphinhüsch. Du bist wer? Fragt sie verdutzt. Bin ich Sphinhüsch, antwortet unser Held kurz. Helfst du wollen uns? Fragezeichen, ich klar frage. Zwalnibun ist verstört. Lieferantin, nur bin ich. Liebe Regina, sind hier deine 1-Minuten-Burger nebst leckeren eben solchen Pommes? Zwalnibun versucht zur Tagesordnung überzugehen, doch diesmal nimmt Regina die Regie in die Hand. Sie wird genauer. Hör mal.